Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es wurde nochmal Zeit für das legendäre TikTok for You-Page Format. Denn eine Person, mit der wir das noch nicht gemacht haben und dessen For You-Page mich sehr interessiert hat, war Let's Hugo. Deswegen habe ich mir mit ihm zusammen im Stream seine For You-Page angeschaut und er hatte einiges zu erklären. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Okay. Hugo erklärt das auf deiner For You-Page. Ja, das habe ich halt auch auf meiner For You-Page. Ich habe halt viele von mir auch, weil ich die immer like, weil ich selbst so lieb bin. Wie war der Kuss mit Kevin? 1 bis 10? Nee, der war scheiße, weil er danach richtig geekelt war, da war ich verletzt. Ah. Aber mit Philo hatte ich auch einen und der war geil. Ja, ich glaube, Philo ist auch ein erfahrener Küsser so. Ja, aber Kevin eigentlich auch. Kevin, was soll das? War Kevin bestimmt dann unangenehm, weißt du? Er wollte dann vor seinem Chat cool sein, deswegen hat er dann gesagt, Ja, kann sein. Ja, wie landet sowas auf deiner For You-Page? Was ist? Wie landet sowas auf deiner For You-Page? Ja, weiß ich nicht. Kann man nichts machen quasi. Das ist ein Einmal-Ding. Das ist übrigens auch so klassische ADHS-TikTok hier mit diesem Drecksspiel ja, da unten. Ich hab das durchgehend. Ich hab das mit den Jago und mit South Park. Ja. Ich hab das mit diesen Reddit-Stories. Kennst du das? Wo so Minecraft-Video ja, im Hintergrund auch geil, ist. Das hab, ich übelst viel. Weißt du, also, guckst du South Park auch? Auf TikTok, ja. Da guck ich, da kann man echt ganze Folgen schauen. Hast du eine Freundin? Typ, eine? Ich hab sogar mehrere. Hier habe ich beispielsweise Klimmzug-Stangina und hier habe ich noch Dumbelisha. Sag nur Bescheid, wenn ihr die restlichen Freundinnen kennenlernen wollt. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich hab den noch nie gesehen. Noch nie? Hast du ihn noch nie gesehen auf der For You? Nein, der hat auch nur 4000 Likes. Ich weiß nicht, ob der jetzt so giga bekannt ist, oder? Digga, der Host in meiner For You. Also Chat sagt auch, die kennen den nicht. Was? Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt ganz speziell auf dich zugeschnitten. Okay. Was hat der für einen Nacken? Junge, krank. You know what to do, Mutter. Emo, Toto, Idol, ja, du kriegst. Hey, girl, I'm trying to loosen you. Having ever that juice. Baby, tell me what it's gonna be. Ja, lass einfach mal so schauen. Gott, was zum F*** ist das für ein Foto? Digga, Mund ist verlorene Schwester. That should be reminded there for me. Ich kenne den Text nicht. Doch, klingt aber gut, oder? Ja, Digga, alle Formate klingen krass. Ich weiß nicht, aber ich finde, diese ganzen KI-Sachen klingen alle insane real. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach, nee, Digga, bei manchen ist richtig scheiße. Keine Ahnung, aber ich glaube sowas einfach viel zu schnell. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Du hast zwei geskippt. Echt? Oder? Nee, war Joke. Ah, war das hier nochmal? Nein! Haben wir das schon geschaut? Ich weiß gar nicht. Hamburger Royalty S. Okay. Was sagen wir? Hamburger Royalty S. Berlin 1, 2, 3. Hamburger Royalty S. Oh, kritischer Hase, okay. Genau. 1, 2, 3. Kritischer Hase. So, 1, 2, 3. Nein! Digga, was macht er da? Digga, ab und treffen war zu wild. Der Boss. 1, 2, 3. Der Boss! Digga, das ist so cringe. Der hat richtig Crowdwork hier gemacht, wirklich. Der hat eine richtige Gang hinter sich. Da hätte ich Angst. Wie die auch einfach so alle um ihn einmal rumstehen, aber auch so 3 Meter lang, weißt du? Ja, aber das Steve hinter ihm. Kennst du? Hinter ihm? Wer? Wo? Steely, der mit der Brille. War das auch ein COD-Guy? Ich kenne ihn von Fortnite. Keine Ahnung, Mann, Steely. Nee, da hab ich nicht so auf dem Schirm. Aber ich find's geil, wie er seinen kompletten Main-Character-Moment hier fühlt. Kannst du mir erklären, warum du ein Anime-Profilbild hast von einer Frau? Ich mag die. Sehr ehrlich, hast du... Ja. Ciao. Ciao. Ja, Hugo. Bist du ein Hentai-Guy? Nein. Sei ehrlich? Nein. Sei ganz ehrlich? Diese letzte harte Verzögerung. Schwör auf Mutter. No joke. Ich dahinter schaue ich echt nicht. Also nicht so oft, wie man denkt. Ich schaue halt so, egal. Sag jetzt. Jetzt sind wir invested. Ja, so Clips halt. Aber das ist halt kein Hentai, oder? Hast du schon mal was von Säure gehört? Nein. Ja, dann lass weiter gucken einfach.
Millie, sie wissen nicht, ich weiß es nicht, entscheiden dich. Oh, warte mal, ich habe einen Clip zugeschickt bekommen, Hugo, warte. Chill mal. Okay, und dann, ja, und dann, Hugo? Ja, da sind da halt Anime Girls. Mhm. Ja. Hallo? Wir haben halt was an. Welcher Clip? Ja. Aber nicht mehr. Ich schicke ihn dir. Alter, Säure ist. Oh nein. Warte, was? Nochmal. Also da ist die Säure ätzt in die Karung weg. Hör auf, die Rede, der wird horny! Hör auf! Hör jetzt auf! Und darauf hast du deinen Schwanz ge... Ja. Ey, Hugo, ist es okay. I don't judge. Ich bin mir ganz sicher, Kevin hat auf 10-mal so schlimme Sachen gewichst, aber er wird es einfach nicht im Stream sagen. Das ist der Unterschied. Oh mein Gott, ihr habt geschauspielert. Oh mein Gott. Ich find geil, wie ich es so straight up für eine Sekunde einfach geglaubt hab. Das ist das Schlimmste an dem Ganzen, ey. Hinter dem Tisch hat mir mit Handy einfach Sound gemacht. Oh Mann. Können wir ja weiter skippen einfach. Talk dirty to me. Anime in a nutshell, Junge. Ist das mein Dress-Up-Darling? Nee. Nein. Aber mein Dress-Up-Darling ist auch übelste sexual die ganze Zeit, Junge. Ja. Ja, gute For-You-Page. Danke. Oh, ein Revi-Edit. Revi-Edit? Ach du Scheiße. Warum läuft das auf meiner For-You? Damn, Revi. Wow. Alter. Okay, aber Revi, actual korrekter Typ. Ich finde von allen Leuten in der Szene Revi einer der korrektesten. Real Talk. Ja, das stimmt. Ich will trotzdem nicht seine Edits auf meiner For You-Page haben. Ja, sag ich auch nicht. Aus Madeira ist der Mann. Ich weiß, ich hab seinen Schwanz angefasst. Nice. Also Statue. Du hast seinen Schwanz angefasst und dann auch noch den von der Metallfigur auf Madeira. Krasser genau. Typ. Genau. Nein. Ey, im Hoodie. Süß. Digga, was liegt da denn schon wieder, Hugo? Also abgesehen von diesen ganzen Gummibärchen, was zum Fick haben wir eigentlich schon wieder hier? Was ist hier eigentlich schon wieder? Was geht hier schon wieder ab, Mann? Ein paar Sachen, jetzt ein bisschen essen und so. Ach so, na dann. Robert! Alter, ist das laut! Ich immer wieder dieses Robert höre, könnte ich ihr eigentlich die Stimmbänder ziehen. Aber andere scheinen wohl zu meinen, dass sie singen kann. Die Geißen sind die besten, wirklich. Die meisten sagen, ich sehe aus wie 5 und ich sehe aus wie der Sohn der militanten Veganerin. Wie fies, hä? Ja, das sagen alle. Alle? Mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, hättest du es nicht gesagt. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, stimmt. Oh, der arme Junge. Hä, eiskalt. Aber ich muss sagen, in der ersten Sekunde dachte ich auch die militante Veganerin. Kann man nichts machen. Ja, Hugo, deine For You-Page ist exakt das, was du beschrieben hast eigentlich. Ja. Ja, also ich hätte deine For You-Page auch ein bisschen so eingeschätzt eigentlich.